sobald wir uns einem Lager zuordnen oder eine bestimmte Ideologie haben, eine bestimmte Agenda, fangen wir an, auch die Fakten danach zu filtern. Also früher hat man immer geglaubt, wenn jemand eine gute wissenschaftliche Ausbildung hat, dann kann er Statistiken oder sie, er oder sie, die Statistiken gut lesen und auch so wissenschaftliche Fakten gut verarbeiten. Und jetzt zeigt aber die Forschung, nein, das ist leider nicht so. Es gibt noch einen anderen Faktor, das nennen die Psychologen Motivated Cognition, interessengeleitete Kognition. Also sobald man eine Ideologie oder Agenda hat, fängt man an, selbst die Fakten, die Statistiken an entsprechend der Agenda zu sortieren. Und Alltagsbeispiel kennen wir alle. Wir sehen zwei Fußballteams, die gegeneinander spielen und jetzt kriegt einer aus unserem Team kriegt eine rote Karte und da sehen wir überhaupt nicht, dass der da irgendwas gemacht hat. Und wenn wir der auf dem von anderen die rote Karte bekommt, dann sehen wir sofort, der hat was falsch gemacht. Also das kennt man, Wunschdenken aus dem Alltag. Aber es zeigt sich jetzt auch, das ist sogar bei wissenschaftlich gebildeten Leuten so, wenn die etwas wollen, also zum Beispiel nehmen wir die Drosten und die Strickfans jetzt etwas schematisch. Der eine sagt, wir können wahrscheinlich viel lockerer sein und viel mehr öffnen. Der andere sagt, nein, wir müssen extrem vorsichtig sein. Beides sind Wissenschaftler, haben gute Statistiken, geben wir jetzt mal an. Es ist natürlich umstritten, wir haben nicht alle Daten, aber was passiert jetzt? Die Leute, die dazu neigen, dass sie lieber die Öffnung wollen, hören auch ein bisschen mehr eher denen, der die Argumente gibt, der die für die Öffnung sprechen. Die sagen, ich habe eher ein bisschen Angst, dass ich mich anstecke oder meine Familie oder meine Verwandten anstecke. Die sind eher die den hören, der sagt, wir müssen vorsichtig sein. Und das ist extrem schwer, sich davon frei zu machen. Also es gibt da ziemlich, vielleicht noch als ganz kurzer Punkt, ganz krasse Beobachtungen. In Amerika zum Beispiel, das ist für mich der Extremfall, wenn man da die Studenten fragt, glaubt ihr an den Kreationismus? Also glaubt ihr, dass Gott wirklich buchstäblich vor 5500 Jahren die Erde so geschaffen hat, wie sie ist? Oder glaubt ihr, dass die Evolutionstheorie stimmt, dass wir über Jahrmillionen Jahre aus einfacheren Lebensformen entstanden sind? Dann sagen 27% der Leute mit Bachelor, also die an der Uni waren, 27% sagen, nee, Gott hat die Welt vor 5500 Jahren geschaffen. Und wenn man die aber andere Fragen stellt zur Natur, ja, wie funktioniert ein Atom, ein Laser, die haben gutes naturwissenschaftliches Wissen, also in allen Bereichen der Wissenschaft, sind die gut oder zumindest Durchschnitt? Aber wenn es um Evolution geht, nein, das glauben sie nicht. Also alles stimmt, was die Naturwissenschaft sagt, nur die Evolution nicht. Und das kann man eigentlich nicht erklären. Das ist eine ganz seltene Form von Irrationalität. Und die Forscher sagen, nein, das können wir erklären, weil an den Kreationismus zu glauben, ist die Signatur des konservativen Denkens. Also wenn man ein konservativer Student ist, bibeltreuer Christ ist, dann gehört das zur moralischen Identität der Gruppe, zur Gruppenidentität dazu, dass man glaubt, Gott hat die Welt erschaffen und dann blenden die Leute alle Fakten aus. Also sie können wissenschaftlich denken, aber die Ideologie überstimmt die Fakten. Und ich glaube, das passiert in viel, viel schwächerer Weise auch gerade das, was wir wollen. Ne? Das eine oder andere wählen wir dann selektiv aus, weil wir natürlich ja, eine Art Wunschdenken haben, eine Präferenz haben.